Wir beobachten die Bewegung von diesem Fahrradfahrer. Die Laufbahn ist geradlinig. Und ab einem gewissen Moment, ab da, wird der Fahrradfahrer immer schneller, immer schneller. Seine Geschwindigkeit nimmt zu. Wir sagen, diese Bewegung sei beschleunigt. Eine geradlinige Bewegung ist gleichmäßig beschleunigt, wenn die Geschwindigkeit in gleich langen Zeitabschnitten um gleich große Werte zunimmt. Um diese Bewegung zu beschreiben, wählen wir ein Bezugssystem mit Ursprung und Einheit. Und ab diesem Moment, wo der Fahrradfahrer beginnt zu beschleunigen, misst die Beobachterin die Zeit. In genau diesem Moment stellt diese Beobachterin die Zeit auf Null. Die bis dahin schon zurückgelegte Strecke bezeichnen wir mit x-Index 0 und die Momentangeschwindigkeit in diesem Augenblick t0 gleich 0 bezeichnen wir mit v-Index 0 und nennen sie Anfangsgeschwindigkeit. Die Beobachterin beobachtet diese GGBB, diese geradlinige, gleichmäßig beschleunigte Bewegung, bis zu einem gewissen Punkt, bis zu dieser Zeit, t. Die bis dahin zurückgelegte Strecke bezeichnen wir mit x und die Momentangeschwindigkeit in diesem Augenblick t, kurz die Geschwindigkeit in diesem Augenblick t, bezeichnen wir mit v. Bei solch einer GGBB, das heißt bei solch einer geradlinigen, gleichmäßig beschleunigten Bewegung, ist die Beschleunigung a definiert durch Geschwindigkeitszunahme geteilt durch die dazu benötigte Zeit. Die Geschwindigkeitszunahme, das ist diese Geschwindigkeit v minus diese Anfangsgeschwindigkeit v0. Und die von da bis da vergangene Zeit, das ist diese Zeit t, denn die Anfangszeit ist ja 0. Die Beschleunigung ist also definiert durch die Geschwindigkeitszunahme geteilt durch die dazu benötigte Zeit. Die Einheit einer Beschleunigung ist demzufolge Meter pro Sekunde pro Sekunde, also Meter pro Sekunde im Quadrat. Wir behalten die Einheit einer Beschleunigung, das ist Meter pro Quadratsekunde. Wir behalten aber auch, wo diese seltsame Einheit herkommt. Es sind eigentlich Meter pro Sekunde pro Sekunde. Noch eine Bemerkung: Bei einer geradlinigen, gleichmäßig verlangsamten Bewegung oder auch verzögerten Bewegung gilt natürlich, die Endgeschwindigkeit ist streng kleiner als die Anfangsgeschwindigkeit und somit gilt durch diese Definition der Beschleunigung, dass die Beschleunigung streng negativ ist. Also bei einer geradlinigen, gleichmäßig verzögerten Bewegung ist die Beschleunigung streng negativ. Bei solch einer geradlinigen, gleichmäßig beschleunigten Bewegung wissen wir, dass die Beschleunigung a definiert ist durch die Endgeschwindigkeit v minus die Anfangsgeschwindigkeit v0 geteilt durch diese Zeit t. Und aus dieser Definition der Beschleunigung a schließen wir, dass v minus v0 gleich ist zu a mal t. Und daher diese erste wichtige Formel einer GGBB, die Endgeschwindigkeit v
ist gleich zur Anfangsgeschwindigkeit V0 plus die Beschleunigung a mal die Zeit t. Um zu diesem GGBB die Durchschnittsgeschwindigkeit zu berechnen, haben wir zwei Mittel. Entweder wir berechnen die zurückgelegte Distanz geteilt durch die dazu benötigte Zeit, also x minus x0 geteilt durch t, so, oder aber, weil diese Bewegung ja gleichmäßig beschleunigt ist, können wir die Durchschnittsgeschwindigkeit Vm auch berechnen wie jeden Durchschnitt V0 plus V geteilt durch 2. Diese zwei Brüche sind also gleich zur Durchschnittsgeschwindigkeit, also sind sie gleich. Woraus wir diese Gleichheit schließen, x minus x0 ist ein halbes mal v0 plus v mal t. Und dieses v dürfen wir durch diese Formel ersetzen durch v0 plus a mal t. So erhalten wir diese Gleichheit, aus der wir diese zweite wichtige Formel einer GGBB schlussfolgern. Die insgesamt zurückgelegte Distanz x ist gleich zur Anfangsdistanz x0 plus die Anfangsgeschwindigkeit v0 mal die Zeit t plus die Beschleunigung mal das Quadrat der Zeit t geteilt durch 2.